Writing. Wir sind hier wieder. Das ist er. Das muss er sein. So, da sind wir jetzt. Wie gesagt, im Tempel. Ja. Und ja, erkunden sozusagen die Gegend hier. Wir gucken mal am Lagerfeuer. Erzählt sie uns. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. So, mehr Schaden. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommen meine Kinder. Ein Moment, Leute. So, das kann ich jetzt nicht mehr rausschneiden, weil ich immer noch mit OBS aufnehme. Tut mir leid. Genau, nimm mal neues. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Oh, hier liegen ein paar Kinder, auf jeden Fall. Von der Größe her. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Ja. Oh Gott. Schmerz. Warum nur? Kann ich... Gott! Schmerz! Warum nur? Kann ich... Wer könnte das getan haben? Was zum Teufel ist das? Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Alter, dieser Blut... Fluss aus Blut, ey. Achso, so. Und Feuer. Wow. Dann nehmen wir nochmal das Buch in die Hand. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt. Und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Okay. So. Okay, das heißt, hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Öl noch. Hier so machen. Ah, Mist. Wollte mir auf der Amtsseite rüber. Okay. Türen können wir hier nicht öffnen. Na gut. Dann doch hier hoch. Nein, das ist die wirkliche Quelle. Hier ist es. Oh.
Trinity, sie sind hier. Sofort! Bestätigt. Werde befohlen. Termin bereit. Hängsätze legen. Zünde! Los! Nicht mehr, wie man sich heilt. Könnte das schwierig sein? So. Aber auf jeden Fall haben wir ein paar Mal Pfeil auf jeden Fall erwischt. Teams haben mehr Kontakt zu mir. Sie sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit, wir müssen vor auf das Paket. Bleibt denn hier dran? Ich kann schießen. Roter Beschuss! Nachladen. Nimm erstmal die Handfeuerwaffe. Oh nein. Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Oh. Hier, hab sie gefunden! Was? Her mit dem Atlas!
Nicht überspringen. Wollte nichts überspringen. Okay, ein Atemkreter war jetzt. Endlich lang unter Wasser bleiben, okay. Krass. Okay. Was für Wissen geht hier kaputt? Durch das ganze Wasser. Irgendwas, was. Ja, naja, ein Schwert benutzt. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Okay. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Wow. Noch mit dem Schwert erwischt. Okay. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Okay, warum? Achso, eine Dose. Ja, ist uninteressant. Nochmal Pfeile? Nein, brauche ich nicht mehr. Nein, brauche ich auch nicht. Ah, hier. Okay. Eine Soldatenflagge, die am Speer befestigt wird. Sie muss der Armee des Propheten gehört haben. Okay. Ich dachte, jetzt hier geht's weiter. Okay. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer.
Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Okay. Ach so, ich muss das mir herziehen. Okay. Wir hier alles auf, was noch geht. Okay. Ach, wartet mal. Wir holen gleich mal ein paar Fässer mit. Also ich habe schon verstanden, ich muss die mit dieser Winde irgendwie hier ranbekommen. Müsste ich ja irgendwie... Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ja, regelrecht gespickt mit Pfeilen. Okay, wartet. So, mal kurz gucken. Noch ein Pfeiler übrig. Okay. Und wieder dasselbe. Nee, halt. Ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal drehen. Team.
sein. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Wohl noch ein Gefäß. Oh. Ach. Dafür gibt's da andere Seite auch noch eins. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Super. Ich dachte, jetzt muss ich darüber alles warten. Wohl noch nicht weiter. Ich muss es später versuchen. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen. Ja, das sagt man schon mal später sammeln. Ich muss irgendwie runter. So. Okay. Wir halt erst. Ich wollte doch einmal im Schwung durchkommen. Shit!
Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank, es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Okay, bevor es jetzt weitergeht, machen wir mal hier kurz ein Päuschen, ja, und sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao.